Und damit noch herzlich willkommen zur 187. Folge des Command Conquer 1 der TBR von Config Let's Plays, beziehungsweise zur 76. Folge des Command Conquer 1 der Ausnahmezustand Let's Plays, wo wir ja brav dabei sind, deine Basis anzugreifen. Wir produzieren mal noch ein paar mehr Kampfballons. Ich greife jetzt einmal das Ding da an und gucke, was passiert. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Und da er so viele Bodeneinheiten baut, baue ich jetzt gleich mal eine kleinere Kampfbuggy-Armee. Konstruktion fertig. Bestätigt. Die wird jetzt nicht riesig werden, aber, ne? Verstärkungen sind eingetroffen. Wird gebaut. So, kannst du da drauf schießen? Nee. Doch. Konstruktion fertig. Jawohl, in Ordnung. Verstärkungen sind eingetroffen. Perfekt. Und zurück. Jawohl, in Ordnung. Und noch ein Stück zurück. Der originale Plan so. Okay, als nächstes wäre das Ding dran. Das wäre auch sehr sinnvoll. Aber da muss ich auch rankommen. Und da ich vermute, dass er mir alle Bodentruppen da entgegenschickt, habe ich jetzt hier in weißer Voraussicht sie produziert. Immer sie an die Front. Niemals gedacht, nachdem wir eigentlich schon so gut dastehen, dass ich noch so viel Zeit in dieser Mission verschwende. Aber okay. Auch ich kann mich verschätzen. So, dann fahrt ihr mal da. In Ordnung. Da. Ja, dorthin. Dorthin. Und dahin. Und dahin. Jetzt ist das Ziel, dass ich so nah rankomme, ich eventuell es schaffe, seine Baracke anzugreifen. Eventuell. Wird gebaut. Und dadurch, dass er dann keine Einheiten mehr produzieren kann, auch wenn die Gefahr dann besteht, dass er wieder Sammler baut. Wollen wir mal gucken. Kannst du so weit schießen? Sehr schön. Ganz schlechter Schuss. Eigentlich war das Ziel. Konstruktion fertig. Und zurück. Unsere Basis wird angegriffen. In Ordnung. So, wo war es hier? Wahrscheinlich wird genau. Gebaut. Alles klar. Verstärkungen sind eingetroffen. Vor dem Teil habe ich jetzt weniger Angst. Dass ich mich damit notfalls auch anders deffen kann. Jawohl, Sir. Breche auf. Und mal gucken, was er hier rausschickt. Ja, ist ja fast wie zu erwarten. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir! Warte mal, die fix weg! Bevor wir sie vergessen. Jawohl, Sir! Ja, perfekt. So. Was sehen wir da? Was sehen wir da? Ne? Einen Sammler sehe ich da. Der aber irgendwie nicht sammelt. Jawohl, weiß nicht Sir. Warum. Breche auf! Jawohl, Sir! Was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel? Konstruktion fertig. Ich lass ihn mal weitermachen. Solange wie er mit dem Sammler hier nicht rauskommt, und da kann ich mich ja schon mal entsprechend positionieren,
dass wenn er hier rauskommt, dass ich ihn zumindest zeitnah in den Arsch ficke und sage, so nicht, Commander. Ja. Mach weiter. Dahin. 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 Perfekt. Hat er weg. Jawohl, in Ordnung. Einheit verloren. Das war nicht ganz der Plan, aber ist kein Weltuntergang. Jawohl, breche auf. Jawohl, Sir, breche auf. Alter, ist das so bitter, wie lange die Panzer für so einen Scheiß brauchen. Okay. Ja, du kannst hier unten abbauen, das ist kein Thema. Du darfst sogar tatsächlich abbauen, wo du möchtest, Mensch. Ja gut, okay, du solltest nicht bis nach hier oben fahren, aber das kriegen wir geregelt. Wo ist der andere Sammler? Der ist hier. Ja. Lass ihn hier mal machen. Wir bauen gleich wieder ein... Hammer der Gnade. Bauen das, ballern das Ding wieder weg. Das ist jetzt ein bisschen gerade schief gegangen, aber das ist kein Weltuntergang. Das konnte gerade ausnahmsweise mal schief gehen. Wichtig ist, dass er mit dem Sammler nicht rauskommt und das sieht nicht, aktuell nicht danach aus. Der steht nur rum. Demzufolge kann ich mich hier um die anderen Ziele kümmern. Und ja, wie bereits erwähnt, es dauert tatsächlich länger, als ich dachte, diese Folge. Diese Mission. Und es ist, glaube ich, erst die zweite Not-Mission. Konstruktion. Ich glaube, es ist wirklich erst die zweite. Wenn das erst die zweite ist, ihr wisst, was das bedeutet. Für den Katastrophenstatus hier. Mann. Verstärkungen sind angetroffen. So, mit dir geht's dahin, bitte. Wo gehst du sammeln? Das jetzt als Ziel, was ist dein Primärziel? Du warst ja hier oben eingeteilt, da wäre da noch was. Du könntest da sammeln, da. Ich glaube, der hat das jetzt als Ziel. Ich glaube übrigens, dass die nach Blütenbäumenlogik abarbeiten. Das heißt, sie haben einen Blütenbaum. Und wenn die mit diesem Blütenbaum fertig sind, gehen die als nächstes zum nächsten Blütenbaum. Wenn sie damit fertig gehen, gehen sie wieder zum vorherigen. Und ich glaube, das ist in ihre, also zu dem, der dann immer am nächsten ist, das ist in ihre Logik. Und deswegen kommt der hier oben, dieser Sammler, den wir gerade sehen, nicht weg, aber der hier hat sich entschieden, nachdem er hier fertig ist, das abzubauen. Kann ich jetzt als gut oder schlecht ansehen? Weil der braucht zwar ewig, um an Ressourcen zu kommen, kommt aber dafür nie ans Feindgebiet und der ist halt jetzt wieder am Feindgebiet angekommen. Ich muss ja sagen, ich genieße ein wenig meine Map-Hoheit. Weiß, es ist mega fail, das zu genießen, weil er seinen Ionenwerfer dann jederzeit auf mich ballern könnte, aber... Ach, einfach mal zu wissen, er kriegt's eh nicht geschissen. Das ist auch mal ein schönes Gefühl. Und das Artilleriegeschütz braucht wieder unnötig lange. Aber hier habe ich halt so ein bisschen gepennt, habe ich ja gesagt. Mein nächstes Ziel wäre jetzt tatsächlich das und eventuell das hier dahinter. Ich weiß nicht, was das ist. Aber das hier und dieses Gebäude, dass ich ihn vielleicht stromlos kriege. Weiß nicht, ob das im Bereich des Möglichen ist, aber es ist zumindest einer meiner im Kopf primäreren Ziele. Weil ich da mal aufpassen muss, wenn ich dann seine Tower angreife. Und auf einmal wieder Strom da ist, mach ich mal ein dummes Gesicht. Jawohl, Sir! Breche auf! Wir könnten noch einen Tempel bauen und eine Atombombe reinschmeißen. Dann macht er ein dummes Gesicht. Und ich freue mich, dass ich 3000 Ressourcen ausgegeben habe. Mal gucken, wenn ich noch so lange spiele, kriegt er das noch in die Fresse. Konstruktion fertig. Bauen wir hier noch zwei davon. Konstruktion fertig. So. Also. Einmal wieder speichern, weil ich nicht genau weiß,
das platztechnisch passt. Brecher auf. Jawohl, Sir. Passte. Jawohl, Sir. Brecher auf. Brecher auf. Direkt wieder hier in deine Safe-Zone bitte fahren. Die ich nur für dich errichtet habe. Bis jetzt auch den gewünschten Effekt aushält. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. So. Jawohl, bestätigt. Jawohl, Sir. Hol du mal hier ein paar Einheiten ran. Brecher auf. Ich clever bin, stelle ich den mal nicht, in die, nicht mehr in die erste Reihe. Dann stelle ich ihn mal dahin. So, die nächsten Einheiten bitte. Das ist ein Geschützturm? Ja. Ist einer. Dann wäre ich ja fast eher geneigt, hier drüben weiterzumachen. Aber wir nehmen ihm mal das Kraftwerk weg. Ich bin mal so frei und arbeite als an dem Kraftwerk als nächstes. Brecher auf. In Ordnung. In Ordnung. Bist du da ran schon? Nee, nee. Brecher auf. Bestätigt. Jawohl, Sir. Passt. Jawohl, bestätigt. Brecher auf. Jawohl, Sir. Sag mir dazu, was hier gerade passiert. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Könntest du bitte das Artilleriegeschütz in Ruhe lassen? Danke. Der Sammler ist auf dem Rückweg. Okay, wir müssen mit... Dass der Sammler schon voll war, ist mir nicht bewusst gewesen. Jetzt müssen wir mit ein bisschen mehr Power hier rechnen, was gleich kommt. Ihr seht, die Dinger sind instant voll. Ich denke aber, es ist allen klar, was jetzt das primärste Ziel ist. Jawohl, Sir. Ernsthaft. Dein Ernst. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Ich hasse die Panzer jawohl, dafür. Sir. Jawohl, Brecher auf. Bestätigt. 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 Brecher auf. Ich hasse den Sammler dafür. Brecher auf. Jawohl, Sir. Go. In Ordnung. In Ordnung. Jawohl, Sir. Kostet es, was es wolle. Zuerst den Sammler und danach den ganzen Rest. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Einheit verloren. So. Das als nächstes. Einheit verloren. Hält er denn aus? Jawohl, das als nee, den da als nächstes. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Ich will ja nichts sagen, aber man könnte das als sinnlos offensiv bezeichnen. Einheit verloren. Komm, ballert das dann. Kommen wir da hinten eh nicht ran. Ach, das hier unten hast du mir auch noch alles weggenommen. Einheit verloren.
Komm, krieg das Teil weg. Dacht schon. So, Scheiß drauf, wir produzieren Panzer. Jawohl, bestätigt. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Bestätigt. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ich hatte einen anderen Plan im Kopf, aber scheiß drauf, jetzt produzieren wir erstmal wieder Panzer. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Den, danke. So, dahin. So, der ist kein Thema. So, rein theoretisch ist der kein Thema. Praktisch muss ich noch schauen, ob der auf die Idee kommt, meine Sammler anzugreifen. Verstärkungen sind eingetroffen. Mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit gemacht hätte. Was ist der nächste Sammler? Den kriege ich nicht platt, den Sammler. Egal, ihr fahrt dahin. Verstärkungen sind eingetroffen. In Ordnung, Reicher auf. Konstruktion. Fahrt leicht da oben lang, dass wir den Mammutpanzer hier aus dem Weg gehen. Jawohl, Sir. Jetzt hat er wieder haufenweise Ressourcen. Boah. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Verstärkungen sind eingetroffen. Gebaut. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Reche auf. Jawohl, Reche auf. Reche auf. So, einmal Sammler in der Basis bleiben, bitte. Das war wichtig. Das war zu erwarten. Wird gebaut. Wo ist denn? Er kommt von hier unten rein. Okay. Wird gebaut. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Ihr fahrt bitte nach da vorne. Jetzt warten wir noch auf den hier, dass ich hier wieder... verloren. Verstärkungen sind eingetroffen. ...einen Angriff starten kann. Einheit verloren. Ich diese Meldung hasse, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Einheit verloren. Ja gut, dann dahin, 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 ich meine, er schickt wieder Geld in meine Basis, von daher werde ich mich nicht allzu hart beschweren. Jawohl, bestätigt, breche auf. Gucken, ob das reicht, den wegzukriegen. Ich bin mir nicht sicher.
von Schuss. Oh, er hat noch mehr Ressourcen. Gut, okay. Also ihr seht es, wir haben es erfolgreich geschafft, uns wieder in die Abseitsfalle für die nächste Folge zu ballern. Mal schauen, wie wir da hier die Oberhand wieder hinkriegen, aber es war ja zu erwarten, dass es schief gehen wird. Also, ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich für jeden Scheiß. Dann sagen wir zum Schluss. Tschüss.